Peter Frank. Auch er beteiligt sich zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Peter, was ich nicht verstehe, du bist Künstler, ihr verdient euch doch dumm und dämlich. Ja. Warum bist du ausgerechnet für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Naja, also dass man sich dumm und dämlich verdient, kann ich nicht so ganz bestätigen. Also ich arbeite einerseits als freiberuflicher Künstler, bin allerdings auch an Theatern beschäftigt, als Opernsänger, und auf der anderen Seite, sage ich mal, das gehört auch noch so zum Künstlersein dazu, an Musikhochschulen als Lehrer, als Gesangslehrer. Und in allen Modulen sozusagen gibt es natürlich große Probleme. Also als freiberuflicher Künstler ist man ja abgesichert durch die Künstlersozialkasse, jedenfalls bei mir ist das so. Aber es ist letztlich natürlich so, man versucht immer wieder neue Projekte anzuschieben und sich zu verwirklichen, und es fehlt natürlich immer wieder die Grundlage. Also man krepelt natürlich immer so am Existenzminimum rum, und das ist die eine Sache, und ich glaube auch, dass da natürlich ein Grundeinkommen ein schönes Element wäre, um auch diese Gruppe, sagen wir, dieser Gruppe etwas mehr Möglichkeit zu geben, sich wirklich kreativ zu äußern und das umzusetzen, was man so im Kopf hat. Das gilt sicher auch für bildende Künstler. Wir haben ja auch die Bauhaus-Universität, und für die fast noch mehr, weil wenn du ein Bild malen willst, musst du erstmal das ganze Material kaufen, Leinwände und so weiter. Und als Musiker musst du deine Instrumente kaufen. Also du hast hohe Anschaffungskosten, du hast hohe Kosten, die du einfach für den Transport brauchst, wenn du irgendwo einen Auftritt hast. Und die Gagen, die dann eben kommen, es gibt ja auch viele Veranstalter, die dann immer sagen, wir wollen es einfach noch billiger haben, weil Geiz ist geil, zählt also auch in dieser Branche. Und im Hochschulbereich, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Und können Sie Ihre Musik nicht auf Kassette mitbringen? Und man, genau. Und spielen Sie mal das Lied und spielen Sie mal das Lied, was wir alle kennen. Im Hochschulbereich ist es besonders interessant, denn ich bin also an einer staatlichen Hochschule beschäftigt in Bayern, und schon seit über 25 Jahren arbeite ich als Lehrbeauftragter, und die Situation der Lehrbeauftragten ist besonders prekär, weil mittlerweile fast an manchen Hochschulen fast 70% des gesamten Unterrichtsangebots von Lehrbeauftragten erledigt werden, und man wird nur pro Stunde bezahlt, kriegt kein Geld im Krankheitsfall, wenn man schwanger wird, muss man sehen, dass man aussetzt, und dass das sozusagen vom Staat auch nochmal in unserem staatlichen System zugelassen wird. Und vor allen Dingen hat man dann diese Fallhöhe der hauptamtlich beschäftigten Professoren, die dann also 5, 6, 7, 8.000 Euro im Brutto im Monat haben, und den Lehrbeauftragten, die dann eben auf ein paar hundert Euro kommen, die aber immer wieder, jedes Semester kann sich die Stundenzahl verringern oder erhöhen. Man hat also nie irgendwie ein kontinuierliches Einkommen, muss aber so ausgebildet sein, dass man eben auf Hochschulniveau unterrichtet. Und das ist eine hohe Diskrepanz. Und da meine ich, könnte auch ein Grundeinkommen diese Situation etwas abfedern. Mir hat ja mal jemand erklärt, die Leute, die immer abgesichert sind, die werden bequem und die kommen nicht auf den Gedanken, kreativ zu sein. Angeblich würde der Mangel die Kreativität fördern. Ja, ist ein interessanter Aspekt. Also ich erlebe es schon so, dass das durchaus für einige Künstler auch, also die so eine Armut oder so eine Existenznot kann tatsächlich manchmal kreative Dinge fördern. Auf der anderen Seite habe ich aber auch erlebt, wenn ich zum Beispiel ein Musical komponiere und also quasi eine Auftragskomposition habe, und ich habe dann da habe ich ein Stück komponiert und ich habe mir eine Art, einen Betrag auszahlen lassen monatlich, ja, das war dann sozusagen mein Grundeinkommen. Und das hat mich dermaßen ruhig gemacht und hat mich auch dermaßen kreativ werden lassen, weil ich natürlich dann auch andere Dinge, die ich zum Gelderwerb machen musste, die konnte ich dann mal absagen oder konnte mir dann eben Zeit schaffen für diese kreative Arbeit. Das war auch ein sehr, sehr tolles Erlebnis, auch ein wichtiger Aspekt. Noch einen anderen Gedanken. Es gibt ja, du hast vorhin gesagt, die Materialkosten und, was da alles zusammenkommt. Viele Künstler, ich weiß gar nicht, wie hoch die Rate ist in Thüringen, dass viele von denen die Fördergelder, die ihnen im Zweifelsfall zur Verfügung stehen würden, in Klammern bis hin zu Hartz IV, wenn es eng wird, gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie es einfach deprimierend, entwürdigend und beleidigend finden. Hast du selbst sowas schon mal erlebt? Ja,
Ich habe das selbst auch erlebt. Ich war ja fest an einem Theater in Brandenburg an der Havel engagiert und als das Theater abgewickelt wurde, das Ensemble gekündigt wurde, habe ich mich also regulär arbeitslos gemeldet. Und nach einem Jahr Arbeitslosengeld, und man muss ja dann wirklich immer sozusagen die Hosen runterlassen, und ich habe das dann tatsächlich auch als entwürdigend empfunden, auch die Zeremonie. Das hat dann auch nie geklappt, wenn man mal ein Konzert hatte, zum Beispiel ein Kirchenkonzert, dann haben die gesagt, naja, dann melden Sie sich für einen Tag ab. Und dann melden Sie sich wieder an und wir machen Sie das ganz formlos. Das hat aber nie funktioniert. Ich musste dann immer wieder mich neu anmelden. Und ja, Sie sind ja jetzt in festem Lohn und Brot. Bitte geben Sie an, wie lange Ihre Tätigkeit dauert. Das hat also nie funktioniert. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, stopp, behaltet euer Geld. Ich arbeite jetzt nur noch freiberuflich auf eigene Kappe, weil in dieser Auseinandersetzung, das möchte ich nicht. Das kam mir echt entwürdigend vor. Als letztes, weil du ja auch gleich wieder los musst. Wenn du jetzt jemanden sagst, der vielleicht wirklich noch abgesichert und bequem sich auch zurücklehnen kann, was würdest du denen sagen, warum sie sich fürs bedingungslose Grundeinkommen einsetzen, stark machen sollten? Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Wie gesagt, es ist nur ein Element. Ich denke, wir müssen schon unseren Sozialstaat umformen. Das ist ja nun auch in der Diskussion allgemein, in den Medien, überall hört man das. Und ich glaube, das ist eben ein wichtiges Element, ist auch unsere Gesellschaft zusammenzuhalten, um den Respekt voreinander, jedes individuelle Leben, jede Tätigkeit nicht nur zu definieren auf die Arbeitsleistung, die ein Mensch erbringt, sondern dass ein Mensch viele Dinge tun kann, die er tun will, und dass man ihm dazu diese Selbstermächtigung durch ein Grundeinkommen gibt.